In einem Frauenkloster wie in Sulzburg zu leben, hat einem im Mittelalter vor allem Vorteile gebracht. Der Historiker Jürgen Dendorfer möchte die überkommenen Ansichten mit aktueller Forschung konfrontieren. Hinter diesem Bild eines Klosters, dem Frauen weggesperrt werden, was so ein klassisches Vorurteil war bei der Forschung, sind Klöster eigentlich Freiräume in verschiedener Hinsicht für Möglichkeiten, lesen, schreiben zu lernen, auch eigene Schriften zu verfassen. Hat vielleicht Hildegard von Bingen im Kopf, aber die steht natürlich nur an der Spitze in der ganzen Bewegung. Die Anlage in Sulzburg untersucht Jürgen Dendorfer für das sogenannte Badische Klosterbuch, in dem alle Forschungsergebnisse über das badische Klosterwesen zusammengetragen werden sollen. Sulzburg ist deshalb ein ganz spannender Fall, weil es im Südwesten, also in Baden-Württemberg, die älteste erhaltene Frauenklosterkirche überhaupt ist. Und weil man auch durch archäologische Forschungen sehr viel über diese Kirche weiß. Zum Beispiel, dass das heutige Aussehen der Kirche wenig mit dem Originalzustand zu tun hat. Das Gebäude wurde Mitte des 20. Jahrhunderts sehr eigenwillig rekonstruiert. Die Seitenschiffe zum Beispiel links und rechts, die jetzt diesen schönen basilikalen Eindruck geben, sind völlig neu aufgebaut worden. Neu herausgefunden hat man, dass die Sulzburger Kirche ursprünglich gar kein Kloster war. Man hat jetzt erst erkannt, im Zusammenhang mit den Recherchen zum Klosterbuch, dass die Kirche nicht von Anfang an vielleicht als Klosterkirche gedacht war, sondern eine Kirche war, die es schon früher gab, die belegt ist, die tatsächlich aus der Zeit um 1000 stammt, wird am Beginn des 12. Jahrhunderts umgebaut. Dadurch, dass der Hochchor errichtet wird, die Krypta und auch ein Bereich im Mittelschiff abgegrenzt wird, in dem man sich dann vorstellen darf, dass die Frauen im Frauenkloster saßen. Im 16. Jahrhundert war es mit dem Kloster nach 400 Jahren wieder vorbei. Das ist ein Prior, der am Ende des Frauenklosters steht, das Jahr 1523 aufgehoben wurde und der dafür auch eine Rolle spielt, ist der älteste Grabstein. Im Badischen Klosterbuch wird das ehemalige Sulzburger Kloster zusammen mit vielen anderen Klöstern seinen Platz finden. Das Klosterbuch hat den Reiz, dass wir sozusagen von ganz großen, bedeutenden Klöstern bis zu kleinsten Frauengemeinschaften, von denen man kaum mehr weiß, als dass sie mal irgendwann existiert haben über einen kleinen Zeitraum, viele Klöster behandelt. Wichtige badische Klöster waren St. Blasien und das Kloster auf der Insel Reichenau, aber auch St. Peter oder das nicht mehr existierende Kloster Tennenbach. Wer so ein Kloster führte, hatte Macht. Und das waren oft Frauen. Fürstäbtissinnen, die es gibt, von Säckingen zum Beispiel, auch ein bedeutendes Kloster im badischen Raum. Das ist eine sehr bedeutende Äbtissin, die auch Reichsfürstin ist in Säckingen. Und das ist so für diese mittelalterliche Gesellschaft schon ein wichtiger Punkt. Wenn man danach fragt, wo Frauen wirklich Macht ausüben, Herrschaft ausüben, dann ist man bei den Frauenklöstern bei einem sehr guten Beispiel. Das Badische Klosterbuch mit der Geschichte aller Frauen- und Männerklöster zwischen Schwarzwald, Rhein und Bodensee soll bis 2024 fertig werden. Dann wird das älteste badische Kloster auf der Insel Reichenau 1300 Jahre alt.